Herzlich willkommen zum siebten Let's Play von Mafia. Wir haben im letzten Mal schon das Video gesehen. Ich lasse es trotzdem mal laufen, weil für mich ist es eine Zeit lang her, dass ich es gespielt habe. Ich hoffe, ihr habt auch die anderen Folgen soweit gesehen. Mission 14 steht heute an und da geht es unter anderem darum, einen Politiker auszuschalten, der mit den rivalisierenden Clan zusammenarbeitet, der eben auch in Lost Heaven mafiös unterwegs ist, und man versucht eben dadurch die Position zu schwächen und im Bandenkrieg so die Oberhand zu gewinnen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir haben den Mafia-Podcast bei uns auf dem Kanal, also schaut da gerne rein. Ihr seht oben auch den Link dazu zu Legendary Games. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Es sind auch viele andere klassische Spiele besprochen, von den frühen 80ern eben bis 2010 ungefähr. Aktuell dieses Video ist 2019 aufgezeichnet. Wir bemühen uns übrigens auch um ein Interview mit dem Entwickler Vavra, der die ersten zwei Mafia-Teile gemacht hat, und hoffen auch, dass ihr dieses als exklusives Interview bei uns nachhören könnt. Aber bis es soweit ist, wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei, dieses Spiel anzuschauen. Und wir starten mit der Geburtstagsparty. Wie immer rede ich in den Zwischensequenzen. Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen: seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay, wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem, kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gerne in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. So, also auf den Drahtdampfer schmuggeln. Vielleicht noch eine Waffe mitnehmen, das wäre nicht falsch. Ach nee, ich sollte ja, ich habe nicht genau zugehört, ich sollte ja unten den Kran nehmen. Die beiden fahren schon mal zur Party voraus. Ah, einen Leichenwagen nehme ich jetzt nicht. Das ist zu makaber. Nehmen wir mal die Mühle da. Das kann ich noch nicht. Da bin ich wieder, Ralphie. Heute brauche ich was zur einmaligen Benutzung, weil wir noch nicht wissen, ob alles klappt. Tommy, das ist gar kein Problem. Ich hätte da dieses kleine Gefährt. Äußerst beliebt heutzutage. Und recht solide. Schau mal, wie leicht man es knacken kann.
So. Das war wirklich leicht. Gute Idee, Ralphie. Das ist genau, wonach ich suche. Ralphie, ich bin gleich weg. So, einsteigen, losfahren. Mit dem Crusader Chromium Vorder. Es gibt auch eine, wo man mit dem Scharfschützengewehr schießt. Das weiß ich auch noch. Ich weiß noch nicht genau, was die ist. Ich habe mir gedacht, das ist dieser Politiker. Also zum Raddampfer fahren, die Zeit im Auge behalten, hat er gemeint. Nicht, dass er schon ablegt, aber ich kann natürlich auch sagen, dass es zur Mission gehört. Erstmal da runter. Hier rüber. Jetzt fahren wir unter der Brücke durch, ne? War falsch abgebogen. Naja, ich muss da hoch. Kann man da hochfahren? Ja, kann man. Ja, dann nutzen wir die Chance. Du Irrer, ihr habt die gleichen Kleider an. Und die Zugbrücke ist unten. Das heißt, wir können rüberfahren. Morello heißt die Bande. Ich wusste es nicht mehr genau. Im Anzeige und im Profiltext steht's. Keine Schiffe in Sicht, sehr schön. Immer rechts überholen ist gut. Wasser damals hier noch eins der Vorzeigeprodukte, beziehungsweise eins der größeren Probleme, die es lösen galt, wie man gut Wasser darstellt. Das war eine Zeit lang Qualitätskriterium in Spielen, siehe Tomb Raider. Heutzutage sieht Wasser ja famos aus, galt aber damals lange Zeit nicht, wie man dem Wasser erkennt. Ja, und hier ist ein Parkplatz, da fahren wir mal rein. Und stopp. Okay, dann crashen wir die Party mal. Leere Hände. Hey Mister, wo ist Ihre Einladung? Ohne Einladung geht nichts. Die muss ich vergessen haben. Wie gesagt, ohne läuft nichts. Du wolltest einfach so auf die Party, was? Los jetzt, verschwinde. Ich geh doch, Mann. Ich geh doch. Mann. Dann überfahre ich dich halt mit dem Auto. Ist doch kein Problem. Einsteigen. Losfahren. Eieiei, jetzt muss ich den zusammenprügeln. Das müsste jetzt echt nicht sein, Mann. Aber gut, wenn du mir keine Wahl lässt. Nochmal hinfahren. Also, wo kriege ich die Einladung wieder her? Rätsel über Rätsel. Fahren wir wohl direkt dahin, ja, müssen wir nicht unter der Brücke durch. Müssen wir wenigstens jetzt so weit fahren, das geht noch einigermaßen. Irgendwann mache ich ja auch mal den Stunt, über die Brücke zu springen. Fest eingeplant. Noch entlang fahren und dann müssten wir da sein. Eine Telefonzelle weniger in Lost Heaven.
Oh. Oh nein. Ja, ich steige aus. Ist kein Problem. Das klären wir so. Wo ist der Strafzettel, Mann? Das war ein Vergehen. Das ist ein Officer. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Hallo? Sind die jetzt schon zivil unterwegs? Das habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Jetzt kauft er mal neue Klamotten für die Kohle. Das war ja interessant. So einen Bullen habe ich noch nie gesehen. Oh, 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 oh. Passen wir da durch? Ja, wir passen durch. Wunderbar. Und ich glaube, die Straßenbahn hat gerade jemanden überfahren. Ja, kommt bei den besten Straßenbahnen der Welt vor. Und wir hüpfen und wir hüpfen und wir springen. Wo ist deine Einladung, mein Freund? Mister, wo ist Ihre Einladung? Ohne Einladung geht nichts. Die muss ich vergessen haben. Organisiere ich gesagt, mir noch. Ohne läuft nichts. Müssen wir mal schauen. Herr Don hätte zumindest mal ein paar Scheine springen lassen können für eine Einladung. Rüberschwimmen ist nicht. Ach, da ist eine offene Tür. Das sieht doch immer ganz gut aus. Da ist schon mal nichts Brauchbares drin. Aber hier. Keine Einladung, ich bin ja ab sofort einmal Dose. Zur Navy, ins U-Boot. Alles klar, viel Vergnügen. Danke. Endlich fahren wir los. Das sieht schon cool aus, da kann man sagen, was man will. Ich erinnere mich an die Mission. Ich kann jetzt ja schlecht mit den Eisen, mit dem Eimer zusammenprügeln. Du Schisser. Leg den Eimer weg. Geh mal einen Stock nach oben, vielleicht ist da auch noch eine Toilette. Hast du die Frau bei John gesehen? Aber eigentlich habe ich die Toilette gefunden.
Da weiß ich schon, wer wohnt. Der Arme. So ein netter Kerl. So ein Pech. Hm. Ich möchte noch. Ich glaube, ich habe das falsche Item in der Hand. Wenn der Kellner kommt, sag ich's. Wenigstens gibt's was zu essen umsonst. Der Typ denkt noch immer, ich verprügel ihn. Hast du den Kerl bei Mr. Steam gesehen? Ja, den Eimer in der Hand zu halten, ist nicht ideal. Toilette habe ich eigentlich gefunden. Ich glaube, ich muss sie an der Stelle nochmal laden. Ich gehe direkt zur richtigen Toilette, die keinen Putzeimer hat. Tut mir leid, dass ich letztes Mal aus Fluss geschlagen habe. Toilette ist es also versteckt, vielleicht da unten. Nein, da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Also gut, gehen wir zur anderen Toilette. Whisky auf Eis. Aber natürlich, mache ich sofort. Dann muss es hier drüben sein. Nein, nicht den Eimer aufheben. Stell den Eimer wieder hin. Einmal teile ich aus. Das tust du zum letzten Mal. Willst du mich? Wo ist denn die blöde Kanone? Leere Hände. Ich kann die ja schlecht mit einem Eimer umbringen. Lauf nicht weg. Ich bin dein Freund. Hast du die Frau bei John gesehen? Hat es ihm geschmeckt? Ja, ich muss aber, glaube ich, nochmal neu starten. Wo ist diese blöde Kanone? Die muss doch irgendwo rumliegen. Da vorne hau ich mit Pauli ab. Lass mich in Ruhe. Alles klar soweit. Manche von den Damen sehen traurig aus. Die bräuchten einen Kerl wie mich. Absolut. Auf welcher Toilette soll das Ding liegen? Hier unten ist nichts. Whisky auf Eis. Aber natürlich mache ich sofort. Wir werden ja wohl schlecht mit dem Eimer umbringen können. Hast du die Frau bei John gesehen? Ja. Hast du den Kerl bei Mr. Steam gesehen? Ja, das ist ein ganz süßer. Ja, das schon. Der Arme, so ein netter Kerl. Das ist das Zimmer des Stadtrats.
Leben, der Narr. Wo sind die Toiletten? Ich such sie die ganze Zeit. Ich muss dringend aufs Klo und einen Revolver nehmen. Sie sollten mich nicht ansprechen. Mach ich nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, oh, oh. Habe ich einen Eimer. Whisky auf Eis. Dein erster Tag. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das Ding finde. Das ist der Hammer. Nerven Sie nicht, Sie sehen doch, dass ich nachdenke. Manche von den Damen sehen traurig aus, die bräuchten einen Kerl wie mich. Lauf endlich, Mann. Ey. Hat es Ihnen geschmeckt? Hab keine Zeit. Den Typen da vorne mal interviewen. Manche von den Damen sehen traurig aus. Die bräuchten einen Kerl wie mich. Hammer. Also ich schaue jetzt gerade in der Komplettlösung nach. Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber ich weiß echt nicht, wie es geht. Also ich brauche einen Raum, wo Skipper steht. Der Arme, so ein netter Kerl. Den Raum werde ich finden. Aber natürlich, mache ich sofort. Okay, der Raum ist nicht auf der Ebene. Eins runter. Das erste Mal, dass ich in die Komplettlösung schauen muss für einen Shooter. Hast du den Kerl bei Mr. Steam gesehen? Mal wieder typisch, dass mir das passiert. Skipper hat Schlüssel. Okay. Ich weiß immerhin, wo man findet. Manche Ladies bräuchten so einen Kerl wie dich. Hey, wo finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Mit einem Eimer. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen.
Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Ich warte im Heck auf dich. Mach ich. Putzen? Na klar, kein Problem. Dafür war auch der Eimer da. Oh, gib den Schlüssel her. Wo ist der gute Mann? Oh, jetzt hat er sich verlaufen. Hast du die Frau bei John gesehen? Also, man muss hier hochgehen. Jetzt habe ich es zumindest so weit raus. Na, geht hier hoch. Schaut nach dem Raum, schnappt sich den Eimer, spricht mit ihm und alles läuft. Also erstmal nach oben, dann nach hinten. Hast du die Frau bei dann ganz gesehen? Am Ende nach links. Mal wieder typisch, dass mir das passiert. Dann nach unten. Hast du den Kerl bei Mr. Steen gesehen? Den Eimer holen. Den Typen interviewen. Hey, wo finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Nervt mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Mach ich. Ich warte im Heck auf dich. Ich räume richtig Putzen? Auf. Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Mach ich. Mach ich, mein Freund. Wo bist du, Süße? Ja, jetzt haben wir aufgeräumt. Und haben wir eine Waffe? Ja. Ja, so funktioniert es auch nicht. Aber ich weiß zumindest, wie es funktionieren würde. Hat es Ihnen geschmeckt? Das war voll. Fantastisch. Fantastisch. Hast du die Frau bei John gesehen? Ja. Mal wieder typisch, dass mir das passiert. Rambabambabambabum. Der macht ja wirklich die Toilette sauber. Hast du den Kerl bei Mr. Steen gesehen? Ja, das ist ein ganz süßer. Hey, wo finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Du machst gar nichts. Ich brauch den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Ich warte im Heck auf dich. Putzen? Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Vielen Dank.
Süßer. So, jetzt müsste ich hier eigentlich ein Fest safe machen. So, leere Hände, das ging vorher nicht. Also auf geht's zur Band. Ich möchte noch Kaffee. Es sieht auch. So viele, wenn der Kellner kommt, sauber. Wir haben Glück mit dem Wetter, ha? Huh? Ja, stimmt. Später gibt's ein Feuerwerk. Darauf freue ich mich schon. Ich mich auch. Kümmere dich um deinen Kram. Ich habe wieder null Schuss, das kann doch jetzt nicht sein. Verprügel den Typen, Mann. Nicht mit dem Mann reden, einfach eine reinhauen. Eieiei, so ein Droppi. Leere Hände, Mann. Mach die Hände leer. Dann hauen um. Ja, wir haben wirklich ein Problem. Ja, was für ein Mist. Wenn 6 Schüsse nicht reichen. Das war super. Also nochmal mein Lieblingslevel. Es war einfach fantastisch. Hast du die Kleine gesehen? Hast du die Frau bei John gesehen? Oh Mann, hey. Also an der Stelle hätten wir noch einen Speicherpunkt einrichten können. Interessanter ist, als 10-mal übers Schiff zu rennen. Schlüssel zu dem kaputten Klo. Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Ich warte im Heck auf dich. Putzen? Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Bam, 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 bam. Er wartet im Heck auf mich, na gut, dann gehe ich halt wieder runter zu ihm, wenn ich meinen Job schon gemacht habe. Dein erster Tag. Er wartet im Heck auf mich. Hab keine Zeit. Ist okay, ich auch nicht.
ein Feuerwerk. Aber die Party auf dem Dampfer. So ein netter Kerl. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Sein Sohn war das. Ich möchte noch Kaffee. Ich auch. An der Stelle möchte ich eigene Speicherpunkte haben. Da bist du ja. Siehst du, so einfach ist das. Nicht übel, du könntest eine Putzkolonne gründen. Klar, und dich nehme ich als Wischmopp. Aha. Hallo, John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar. Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke, wir freuen uns, freut hier zu mich, sein. Dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Wir haben Glück mit ich glaube, Wetter, es wird Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Freunde habe, die nun hoffentlich bei dieser Gelegenheit mit mir anstoßen werden. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich bis zu meiner 40. so viel... Und verschwinde. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Sie Gauner. Jetzt da runter. Und wo ist das Schiff? Ja, wie? Am Bug hat's geheißen. Da war die Landebrücke. Ach komm, dann prügel ich dich halt zusammen. Weiter runter geht's nicht. Da ist kein Schiff. Da drüben lauert er. Ja, da kann man hin. Gut. Und raus sind wir. Einen umgelegt. Das freut mich. Das freut mich auch. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand, seinen Bruder Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft, dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst zur Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja, schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Also komm mit, Pauli. Och, Pauli, du Trottel. Also, dummer kann man doch nicht sein, oder? Wieso kriegst du eine reingehaut? Ich wollte die Tür aufmachen, Junge. Also, die Mafiosis nehmen alles sofort persönlich. Der parkt wieder mein Auto.
Vincenzo, ich brauche eine Thompson. Und irgendwas für Tom hier. Okay. Hier ist das Baby, Jungs. Ich drück euch die Daumen. Danke. Irgendwas für mich. Geht mir halt auch eine Thompson, Mann. Paul ist bestimmt wieder zu dumm, das richtig zu machen. Tommy? Den Typ kenne ich nicht. Tommy? Hallo, Ralfi, wir brauchen einen Wagen. Hey, ich habe hier einen neuen Terraplan. Ein anständiges und robustes Auto. Bitte gefallen, Pauli. Es hat ein neuartiges Schloss, aber mit etwas Köpfchen ist das kein Problem. Einfach so. Ganz leicht. Reindrücken und... Na, dann lass mich mal. Einmal los, Tom. Na, da brauchen wir wirklich länger zu knacken. So, fahren wir mal los. So, wieder über die Brücke. Oh, ich könnte die direkt über den Haufen geballert, das nervt so. Pommes sind deine Hände leer. Nicht, dass du mit der Thompson dumm stehst. Das war ein Vergehen. Wir müssen eine Strafe bezahlen. Immerhin nicht in Zivil diesmal. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Aber kauft er nicht wieder was Schönes zum Anziehen? Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Nein, war ein Versehen. Mal fährst du irgendwann mal los? Das gibt's doch nicht. Pauli, wir müssen aussteigen, die Karre fährt nicht mehr. Raus aus dem Auto. Aus irgendwelchen Gründen ist das Auto vorne immer gefahren. Da kommt das Schiff. Das Schiff hört sich immer so an, als würde ICQ starten. Für alle, die den Messenger noch kennen.
Wir sind da, Tommy. Halt an! Geht eh mal alles schief, wenn man alles selbst macht. Der legt wahrscheinlich den ganzen Laden um, ohne ihn zu erwischen. Ja? Ich möchte mit Mr. Sergio Morello sprechen. Augenblick. Kumpel, Mr. Morello ist heute nicht hier. Versuch! Ah! Teufel! Oh! Polly! Das ist der Falsche! Polly, los jetzt! Morello ist nicht hier! Der Typ, das war nicht Sergio. Sergio war heute gar nicht da. So ein Mist, jetzt sitzen wir in der Scheiße! Wir müssen zurück zu Salieri. Schaffen wir, kein Problem. Wir fahren ein bisschen schneller als sonst. Dann klappt alles. Irgendeinen Handlanger haben wir umgebracht. Der ist nicht so wie der Salieri, dass er immer an der gleichen Stelle was essen will. Salieri's Grill, ja. Sag mal, spinne ich? Da ist der Straßeneingang. Alter Mann. Da hinten gehen wir immer rein, genau, da ist es. Und stopp. Pauli, du hast uns wieder einen Wagen besorgt. Ich meine Frank. Ach, herrlich. Ärgere dich nicht, Tom. Das passiert auch den Besten einmal. Vincenzo und ich haben uns einen neuen Plan ausgedacht. Biff hat uns gesagt, dass Sergio eine Geliebte hat, mit der er viel Zeit verbringt. Dort muss er heute sein. Vincenzo hat eine kleine Überraschung für ihn gebastelt. Wir müssen das Ding nur an seinem Auto anbringen, während er sich drinnen amüsiert. Das stimmt. Du musst diese Bombe einfach nur unter seinem Wagen platzieren. Dann kannst du die Show genießen. Sergio haut normalerweise um 4 ab, also los. Dieses Mal muss es klappen. Die Geliebte wohnt in einem Haus in Oakwood. Wir sehen, ob er da ist, wenn sein teurer kleiner Sportwagen vor dem Haus geparkt ist. Leg die Bombe unter den Wagen. Das klingt schon besser. Ich bin unterwegs. Hier zwei Figuren. Der ist kaputt. Der ist zu alt. Mal den wieder mal auf eine Spazierfahrt. Der Pauli will nicht mitmachen. Verräter. Oh. Hm.
erkläre. Inklusive überfahrenen Fußgänger. Ja, die müssen mich erstmal kriegen durch den Tunnel. Langsamer Wagen, ich brauche einen anderen Wagen. Ah, verdammt. Wie fahre ich denn? Habe ich Fieber oder was? Kaum Berg hoch das Auto. Verdammte 20er Jahre Kisten. Taxi. Einen schnelleren Wagen. Das juckt die Polizei wieder nicht. Ich will den Wagen fahren. Ich hab Frau und Kinder. Du es nicht. Ja, es passiert doch nichts. Nimm meinen Wagen. Okay, wir sind da. Sehen wir uns um. Hey, du Schwein, was machst du da? Sag mal, geht's dir noch gut?
das ist ja idiotisch. Ey, nein, nicht nochmal. Und nicht nochmal mit dem Wagen. Aussteigen. Der Wagen fliegt raus aus der Sammlung. Wir nehmen einen anderen Wagen. Okay. Oh, wesentlich besser das Auto. Polizei übelst geschnitten. Also gut, ich werde nochmal fahren müssen, aber wenigstens war es diesmal amüsanter als letztes Mal. Ich will sie nicht über den Haufen ballern. Ihr lasst mir keine andere Wahl, wenn es so weitergeht. Kleine Amokfahrt. Die wissen aber auch genau, wo sie langfahren müssen, diese blöden Bullen. Okay, wir sind da. Sehen wir uns um. Fast alle.
Wahrscheinlich fährt sonst jemand mit dem Auto wieder. Wahrscheinlich die Frau. Ja, so klar, hey. Teufel! Nein, nein, nein! Hey, stopp! Scheiße! Verdammt! Die Dame hat Feuer! Das Mädchen kam raus und setzte sich in den Wagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihr den Wagen geliehen. Das passiert eben manchmal, da kann man nichts machen. Einfach gesagt, wir müssen den Kerl kriegen. Sergio trifft sich mit seinem Bruder in Downtown auf dem Parkplatz des Rainbow Garden Restaurants. Fahr Pauli dahin, der soll ihn umnieten. Du machst nur den Fahrer, Tom. Und dann verschwindet, bevor der Alarm losgeht. Jetzt kriege ich den Bastard, das verspreche ich. Jetzt bewegt euch, damit ihr Sergio noch dort erwischt. Ja, zwei Anschläge überleben ist schon gut. Einmal wieder um den Block fahren. Den ganzen Tag nur unterwegs, um fehlgeschlagene Anschläge zu machen. Bitte durch alle die ganze Stadt brettern wieder. Die Morellos. Dann steigen wir auf und legen euch um. Mein Auto geht nimmer. Wir müssen aussteigen. Wir müssen echt aussteigen, weil das Auto nimmer geht, ey. Hammer. Auto ist kaputt. Aber waren auch viele Cops. Drei Stück ist schon viel. Eieiei, immer diese Strafzettel. Also ich war kaum über ein Tempo drüber.
Komm, drück deinen Text ab. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Mafios ist im Straßenverkehr. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Genau, gib's ihn. Ist okay, behalten Rest. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Wir steigen vorne ein. Pauli steigt neben mich. Die Jungs, ihr übertreibt's. Da vorne ist noch eine rote Ampel. Komm. Sir, das ist schon der zweite Verstoß. Sie ja. Bekommen eine Geldbuße. Es tut mir leid. Hast du den Polizeicomputer nachgeguckt? Ich bin eine rote Ampel gefahren, Mann. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Diesmal werde ich hinten einsteigen. Pauli, fahr du, ich verliere sonst meinen Führerschein. Pauli, willst du mitfahren? Hallo? Pauli ist tot. Der Pauli. Alle guten Dinge sind drei. Ich überfahre auch diesmal wieder rote Ampeln. Glaube ich rechts. Ein bisschen verfahren, das macht aber nichts. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen muss. Ich muss irgendeinen Mafiosi kalt machen, den Bruder von Morello. Aber warum war da, das habe ich mir schon wieder nicht gemerkt. Wir müssen erst die Bullen loswerden. Halt auf dem Parkplatz an. Die Typen in Schwarz, das sind sie. Die mäßt jetzt alle um. Was zum... Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Was zum Teufel ist hier los? Oh nein. Nun, das ändert natürlich die Situation, Gentlemen. Macht ihn fertig! Steig ein. Thank you.
Einmal über die Brücke schwören. Mit Strafzettel, versteht sich. Eieiei, ey, also. Da hinter mir ballern Leute, hallo. Ey. Die Cops denken jetzt echt, die sind super wichtig, Mann. Da ziehen die Cops raus. Und ein Reifen ist kaputt, ich kann die Karre nicht lenken. Würde ich ja. Aber ich muss jetzt erstmal Polizisten killen. Keine falsche Bewegung. Steig ein, Depp. Fahren wir zurück. Oh Mann, hey, steig aus, wir bringen sie alle um. Holy Lauf. Dieser Block joggen? Falls ja, lauf ich rum. Das ist fürchterlich. Die Mission ist echt fürchterlich. Zwei Bullenwagen und meine extremst geparkt. Pauli, wo bist du? Pauli! Pauli, da bist du, gut. So, jetzt ist Ruhe hier. Ich glaube, wir können gleich weiterfahren. Pauli, bist du soweit? Wir suchen uns einen neuen. Wir suchen uns ein neues Auto. Da ist einer. Oh Mann, hey, der geht nicht. Steig aus! Hey, der überfährt mich. So ein dummes Schwein. Steig ein, Pauli. Kleiner Zwischenfall mit der Polizei. Hat noch einen Block gejoggt. Warum? Weil sie mir einen Strafzettel ausstellen wollen. Trocken.
ey, dein Auto bleibt fast stehen. Auto überfährt mich noch, so wie es sein muss. Hat wieder überlebt. Also einmal die Geliebte hochgeflogen, einmal war da nicht essen und jetzt hat die Waffe von Pauli geklemmt, wenn man nicht alles selber macht. Wieder falsch gelaufen, ey. So nervig. Da ist doch irgendwer dran. Na, falsche Seite. Nach so vielen Fehlschlägen gab Salieri den Job an jemand anders. Ich ging nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Setz dich hin und sieh zu, damit du nicht noch einmal alles verbockst. Amateur! Ohne lange Sequenz. Warum gehen die Schranken nicht zu? Los! Das war ja wirklich professionell. Thank you.
Ach, ich hab das Tempolimit drin, ey, ich werd verrückt. Also das hätte er wohl wenigstens mal entfernen können für die Mission dann. Ein Witz. Das ist Tempolimit aktiviert. Ich sitze in neuen Wagen nach der Zwischensequenz ohne irgendeinen Text und das Tempolimit bleibt an. Naja, gut. Er bleibt ja hier und da hängen. Bitte verlass mich jetzt nicht, du machst mich schwach. So, jetzt reicht's. Wo ist Morello? Eieieiei. Hauptsache das Tempolimit bleibt an. Stellen wir bis vorne hoffentlich. Wir müssen nur hochdrehen. Links. Ja. Da vorne fährt er. Amateure. Mein Gott, Vorsicht! Er hätte mir ein bisschen schnelleres Auto geben können. Der fährt ja wie die Sucht da vorne. Da vorne auf mich gewartet, da auch Probleme im Verkehr anscheinend. Oh nein, der fährt über die Brücke, das ist nicht gut. Dass da vorne auch eine Brücke ist, ne? Ach Morello, bleib stehen. Einfach eine wilde Amokfahrt durch die Stadt. Hm.
vorne ist er. Jetzt sind wir doch bald da, oder? Ach, das sind Hafenanlagen. Oh, das ist schwierig. Das weiß ich noch. Hey, was glotzt du so? Leg den Typen hinter mir um! Das war nicht so einfach. Auf die Kräne. Okay, komm da raus, du Bastard! Oh, da musst du dein Magazin nachladen. Du bist so ein Trottel, ey. Ah!
die Gegend hier ist geklärt. Scheiße ist und das halbe Level ist geklärt. Entweder ist es zu weit oder es löst keine Treffer aus, muss man von unten probieren. Das ist doch ein Witz, oder? Aber gut, ich weiß jetzt, wie ich dieses Level machen muss. Dass mein Typ erst die Schusswaffe nachladen muss, ist der absolute Hohn.
Also es ist noch zu früh für Stage 4, aber ich habe zumindest mal große Teile rausgeräumt hier. Ich glaube, der wohnt wieder unten bei den Kränen. Lass mich bitte leben! Hier auf dem Gelände herrscht Ruhe. Ja. Alles leer. Ist der Hammer. Ich muss echt mit der Pumpgun kämpfen. Die hat unterwegs verloren. Ist der Hammer. Keine Waffen mehr. Alles leer. Ein paar Schläge erschossen. Waffen her. Ich muss allen was dabei gehabt haben. Aber gut, dass das Auto so schön geparkt ist. Ey, das ist so ein Witz.
Das ist echt so ein Scheißwitz. Jetzt muss ich nochmal das ganze Level spielen, ey. Für den Arsch. So. Ans Levelende und killen einfach. Ich glaube zwar, dass er unten bei den Docks ist, aber da hinten, das war letztes Mal sau nervig. Muss es sein, genügend Waffen für die Toms. Das gibt's doch gar nicht. Wer ist denn da? Du dummes Schwein, ey. Oh, und der Funktion. Ja, die Türme muss man freiräumen. Aber das mache ich alles nächstes Mal. Ihr seht schon, das ist nicht so einfach, das Level. Ich sag mal, im nächsten Let's Play ein oder zwei Versuche, dann sind alle tot. Heute war es erstmal leider Level 15 noch nicht geschafft, aber beim nächsten Mal, wie gesagt, wie versprochen. Ansonsten bitte in den Kanal reinschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Na?